Hallihallo, Mahlzeit. Wir schauen uns heute die neue Demo von Kingdom Hearts 3 an. Die könnt ihr euch kostenlos im Playstore laden. Und das soll aber ganz cool sein, weil man, glaube ich, 1 oder 2 Levels komplett ausführlich zocken kann. Und das machen wir jetzt mal. Alle, die noch neu dazugekommen sind, Prost! Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, würde ich mal sagen, von Kingdom Hearts. Ich habe Kingdom Hearts nicht wirklich gespielt, bin ich ehrlich. Ich habe, glaube ich, den GBA-Teil mal ein bisschen gespielt. Den fand ich ganz cool wegen diesem Kampfsystem mit diesen Karten und so. So welche Kampfsysteme mag ich eh. Aber jetzt einen Teil irgendwie mal richtig durchgespielt oder so habe ich nicht. Die normalen Spiele auf jeden Fall gar nicht. So. Das sah gerade so aus, als ob er so zeigt. Lul! Ja, ich hoffe, wir können auch noch zocken. Ich hoffe, das ist nicht nur einfach in einem Video. Irgendwie kommt es einem so vor, als ob das jetzt das schon das Outro von der Demo ist. Ja, wir spielen eine Runde Schach. Ja, schöner Trailer auf jeden Fall, schönes Intro, aber ein bisschen zu lang. Also, wir wollen es ja zocken und nicht uns einen ewig langen Trailer anschauen. So, da sind wir. Einfach mal neues Spiel. Normal. Alles klar. Let's go. Ist das Bild ausreichend hell erscheint? Ich glaube, so ist ganz gut. Okay. Alle für einen, einer für alle. Alles klar. 3 Musketiere. Let's go. Das ist, soweit ich weiß, ist das die Stadt aus Rapunzel. Aber frag mich nicht, wie die heißt. Aber Rapunzel ist, glaube ich, ein ziemlich großer Teil von dem Spiel. What the fuck? Das sind ja ganz schön viele Städte. Das sind fliegende Städte, oder? Lull. Oder schwimmende. Have you heard of the ancient Keyblade War? Huh? Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Who knows? I don't get why anyone would initiate a war. So, you know the lost masters? Who? They're the ones who started the Keyblade War. Never heard of them. Where'd you hear about that? Or, they're the ones for whom the war started. I'm not following you. You can drop the facade. Facade? On that land shall darkness prevail and light expire. A prospective Keyblade master should know this. If you say so. The gazing eye sees the fate of the world. The future. It's already been written. Really? I'm not so sure about that. Besides, who's to say I can't change it? And maybe light will prevail. Pretty confident. But things aren't in your favor. Perhaps, but unlike darkness, there's more light than meets the eye. You might be surprised. Oh, I hope so. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Das sind die Schachfiguren von den Boys. Die ganzen Städte. Das ist ja nice. Oh, sorry, ich habe was im Auge. Und da ist er schon. Sora heißt er, wenn ich mich richtig erinnere. Es gilt, 7 Herzen zu retten. Okay, steuere die Kamera. Drücke R3, um die Kamera zu zentrieren. Drücke Kreis, um zu springen. Wir sollen auf Kreis springen. Wer macht denn sowas? Wenn ein grünes Situationskommando über der Kommandoleiste erscheint, kannst du durch Drücken von Dreieck eine besondere Aktion ausführen. Okay, aber wir wollen erstmal hier angucken. Oh, das sieht cool aus. Goofy ist am Start, Digga, Donald ist am Start. Das sieht cool aus. Kann man runterfallen? Nein, kann man nicht. Okay. Ah, das ist echt nur so dünn. Also ihr seht, die Erde ist eine Scheibe. Sie wird kontrolliert von Sora, der anderen Tuse, Donald, Goofy und... Ist das nochmal Sora? Nein, ich glaube nicht. Das ist doch Sora. Und wer ist noch am Start hier? Sie wird mit dem Schlüsselschwert regiert. What the fuck, wie lange ist dieses Schlüsselschwert? Nice. Da Mickey mit Mickey Maus Anhänger. Sehr cool. Sehr cool, gefällt mir auf jeden Fall. Haben sie gut gemacht. Sieht richtig geil aus, auch mit diesem Glaseffekt. Sehr, sehr nice. Also los, let's go. Wir gucken mal in den Spiegel. Den kennen wir schon. Ah. Matrix-Spiegel ist da. What? Ja, das sind alles seine Erinnerungen, würde ich mal sagen. Mickey! Wonach strebst du? Okay. Freundschaft, Kampf, würde ich mal sagen. Mickey. Mickey natürlich. Weisheit. Ein scharfer Geist, der dich in jeder Situation die Dinge klarstellen lässt. Ja, Mann. Ist dies, wonach du strebst? Ja, Mann. Mickey natürlich. Mickey ist immer, soweit ich weiß, das Hauptziel von dem Spiel. Das ist so wie die Prinzessin bei Super Mario. Oder Nitrous Oxide bei Crash Team Racing. Lull. Nice, kleiner Finger. Check. Okay, welche Macht suchst du? Ja, die Macht der Freundschaft natürlich, ist doch klar, Digga. Was los? Kleiner Fingerhaken. Special-Fähigkeit. Ja, Mann. Kleiner Fingerhaken ist da. Ta! Unblockable. Ist das, wer du bist? Ja, Mann. Ich baller dich weg wie Mickey mit dem kleinen Fingerhaken, Alter. Ist doch logisch. Läuft auf jeden Fall super gut, das Game. Halt auch für euch im Stream, das ist mir immer wichtig. Weil auf meiner Playsee laufen die Spiele eigentlich immer ganz gut. Aber manchmal hängen sie dann im Stream, weil sie vielleicht die falsche Bitrate oder Farbkodierung oder was weiß ich. Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, woran das liegt, dass zum Beispiel Crash Team Racing oder auch ein, zwei andere Spiele ständig hängen im Stream. Deswegen spiele ich die auch gar nicht mehr im Stream, sondern nur noch als Let's Play auf meinem Kanal. Oh, über den Wolken, Digga, was ist los? Ah, okay, jetzt haben wir das Kampfsystem eingeführt, würde ich mal sagen. Alles klar. Angreifen, X. Die Papo, immer X drücken. Drücke Viereck, wenn du still stehst, und Sora blockt. Links Viereck drückst, ausweichen. Alles klar. Ich drücke R1, damit der Gegner dauerhaft auf der Zielhöhe. R2 kannst du Ziel wechseln. Okay. Ja. Kampfgrundlagen, alles klar. Let's go. Wow. Okay. Blocken. Na. Na, dann block doch, Digga. Na, come on. Greif an, Digga. Nice, gut gemacht. Mehrere ineinander gereihte Attacken nennt man eine Combo. Kombos richten mehr Schaden an. Alles klar. Tag, Tag, Tag. Nice. Kommen wir die mal weg hier. Die Schattenboys. Aber die Steuerung nervt mich echt schon. Also tut man auf Viereck ausweichen und auf Kreis schlagen. Das ist doch total dumm. Das ist nicht sehr Souls-like. Wenigstens auf Viereck schlagen, Mensch. Grüne Kugeln stellen LP wieder her. Alles klar, jetzt schauen wir erstmal. Ne, gibt's leider keine Option derzeit. Das würde ich nämlich gerne umstellen. Da fuck, was ist los bei dir? Oh Gott, dann schlag doch auch ein. Hä? Wenn er einfach nicht trifft. Jetzt kommt noch die Bullet Hell Action, da fuck. Na, jetzt hau den doch mal. Ja, jetzt kriegt er. Jetzt macht den doch mal weg, ey. Jetzt hat er nur die scheiß Hand anvisiert. Da fuck. Da, ins Gesicht wollen wir doch. Komm, jetzt spring hoch, ey. Die Steuerung ist jetzt schon der blanke Hass. Komm, jetzt mach weg, Digga, chill. Ja, jetzt haut drauf, ey. Mach mal geschwind weg, dem Freak, Alter. Was ist los bei dir? Also vor allem doch nur X-Spam die ganze Zeit, dann schlägt er automatisch irgendwann drauf. Und tschüss, Digga. Nice. Weg ist er, der Boy. Bringen wir bei. Aha. Nein, alles gut. Auf jeden Fall sind das echt hässlich, diese weißen Bildschirme. Boah, echt Augenschmerzen. Ich wollte doch nicht so hell einstellen sollen. Lull, ich bin gerade voll geblendet, ey. Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again, a true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Got it. Got it, Digga. Läuft bei dir. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Gonna be lots of fun. Let's go. Ab geht Goofy mal wieder, Alter. Gonna be lots of fun. How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey! Would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. Let's go, boys. I've got it. Ab geht's. Wurmloch, Digga! All right! Olympus Coliseum, here we come! .9, Alter, wie geil ist das denn? At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness lanced down from their celestial rank, One by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends fought bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Hallo Welten, hier spricht Sora. Ich und die zwei anderen halben Portionen sind auf Abenteuerreise. Es beginnt. Donald, Goofy, 1,5 Portionen. Nice. Let's go. Huh? No fanfare? Nope. Looks like we missed the Coliseum. Nope. Nope. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him, but we need to go. Up the mountain. Yeah, up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Geil. Ich liebe Goofy, Alter. Früher als Kind immer Goofy und Max habe ich immer so hart gesuchtet als Kind. So, aber jetzt erstmal schauen. Hier, Konfiguration. Bitte, bitte gib mir andere Steuerung, Alter. Bitte, bitte, bitte. Steuerungstyp B. Boah, es geht echt nur die zwei, oder was? Hä? Das ist doch das Gleiche. Blocken, ausweichen, springen. Ey Gott, wer hat diese scheiß Steuerung erfunden? The fuck? Das gibt's doch gar nicht, echt. Operation habe ich sowieso keine. Und hier Helligkeit, mal ein bisschen runter, Alter. Ich sehe bald nichts mehr, ey. Es gibt ja echt Augenkrebs, ey. So. Sorry, Boys. Wir legen los. Wir brauchen erstmal gar nichts. Erstmal gucken wir natürlich hier hinten, was da ist. Da sind natürlich immer Sachen versteckt. Sora, we don't have time for side trips. Nein. Oh, das finde ich aber richtig. Also ich hasse solche Levelbegrenzungen. Was soll das? Da ist doch was. Lass mich doch gucken, da die 3 Meter, Alter. Sowas hasse ich echt. Gut, wir haben 3 Goldklumpen gefunden und Gegner incoming. Magiearten kann man da mit Pfeiltasten umstellen. MP-Leiste wird verbraucht. Okay. Ja, also man tut halt einfach nur X drücken die ganze Zeit und dann wird es schon gehen. Der knüppelt die schon weg. Magie. Machen wir mal hier Feuer. Boah, das muss man echt jedes Mal auswählen, oder was? Wenn man einmal einen Magieschuss machen will. Hier, den dicken hauen wir mal weg. Fans. Mal Magie hier, Wasser. Zack. Und uns heilen. Nice, da haben wir ihm die Mütze runtergeballert. Geil, Alter. Öffne das Hauptmenü, gefundene Ausrüstung zu benutzen. Alles klar. Ausrüstung, Digga. Sora, was haben wir hier? Nix. 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 Und doch hier. Potion und Äther. Gut, Potion ausrüsten, Königsanhänger. Da geht nix. Dann haben wir hier Zauberstab. Ritterschild, alles klar. Gut. Fertigkeiten, Sora, OMG. Jetzt hier durchkämpfen oder was? Überschallgeschwindigkeit, Kreissäge. Also gut, die sind eigentlich alle ausgewählt. Da braucht man nichts zu machen. Mal, wo es hier weitergeht. Da müssen wir hoch oder was? Parkour. Kann Wände hochlaufen. Lull. Jetzt echt oder was? Lull. Das geht ja ab. Zwar ist es hier, glaube ich, das Hercules-Level. Dann gut, klar, der Bösewicht ist, soweit ich weiß, von Hercules. Ich glaube, den Film habe ich nie gesehen. Von Hercules, den Film habe ich nie gesehen. Nur die Serie habe ich immer geguckt. Die kam immer, glaube ich, sonntags. Die habe ich immer gesehen als Kind, aber den Film kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich den mal gesehen habe. Ist ja noch was. Okay. Ja, voll unnötig, dass wir da die riesen Wand hochgelaufen sind. Hm. Komisch. Da sitzt der Herrscher des Olymps. Hier gibt es noch ein bisschen Crap zu finden. Keine Ahnung, was auch immer das ist. Don't know that. Well, I think we might be going in circles. Circles? We're going in circles. Did I make a turn at the wrong rock? Hey, Hercules! Hercules! Wie geil ist das denn? Hercules! Ich hab nie auf Englisch gehört, Alter. Was geht? Hercules! Olympus! Hercules! Lull! Das ist Hades, denke ich mal. Alright, I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yutz's name? Really? Hades? Hades! It's just you. It's just us? Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that dolt? You know what, never mind. Never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again! Of course he is! You're back! Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! Power, Digga! Hercules! Und tschüss. Ah, that's an upselling. Sailing right to where I left. Ah, no biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing? Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friend. Hello. Ah. Perfect. Now I gotta put up with you two. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your Heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo. Exits that way. Hey, it was great seeing ya. Happy trails! Sorry. We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box. Wait, don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Let's go search for Hercules in this stupid ass level. See, found him. Yeah, I guess this counts. Just a second. Chill mal, Donald, Alter. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks. Like the catch. Yeah, thanks, Herc. Nice but catch, Digga. What's going on? Barbecue, Digga. Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the sticks. That's our Herc. Shop, Digga. Siehst du leuchtenden Stellen auf dem Boden sind Speicherpunkte. Du kannst deine LP und andere Leisten wieder auffüllen. Trigger, um ein spezielles Menü, in dem du dein Spiel fortschritt speichern kannst. Du wirst in diesen Mokri-Läden stoßen, in denen du wertvolle Items kaufen kannst. Die Mokris haben regelmäßig neue Waren im Angebot, statt ihnen also regelmäßig einen Besuch ab. Okay, boy. Okay, speichern, Digga. Okay. dass dieser Muckrea am Start hat. Kaufen. Zelt und Schildgürtel. Für 200. Okay, das wäre natürlich nicht schlecht. So, guck mal, können wir was verkaufen? Nichts. Wir können einfach nichts verkaufen. Okay, das ist natürlich ganz schön armselig. Hier kann... Aha, Schmiedematerialien. Aha. Gibt ja etwa... Okay, Items schmieden. Etwa. Geht nicht. Also da kann man noch Sachen craften, alles klar. Da geht's nicht mehr, oder? Gibt's hier noch was? Ne, da ist schon wieder so eine unsichtbare Barriere. OMG. Und komm, nächste Videosequenz. Oh god damn. So, Sora. Is there a reason you guys are visiting? I'm guessing it's not just for the cheese and olives. Oh yeah! It sounds like somebody forgot. Somebody forgot? I just took my time remembering. Herc, I came here so I could ask you something. Ask me? Yeah. Do you remember the last time we were together? You were feeling down and out. How'd you get your strength back? When you jumped in and saved Meg. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart, but it's not like I could tell you how. Oh man. What's wrong? All my strength is gone from me too. That's why I need you, because I was hoping you might have a solution or something. I'm sorry, Sora. What? Ja, endlich kloppt, ey. Let's talk later. Right. Once we've dealt with these guys. With these guys. Viereck betätigst und Wände und Säulen auf zu rauschen. Okay. Ja, dann renn doch da hoch auch. Hä? Wieso rennt er nicht da hoch? Ja, rennt das da hoch, Alter. What the heck? Bam, bam, bam. Mal ein paar wegknüppeln. Nice, in der Luft, Digga. Oh, voll ins Feuer rein. Voll. Haben wir gewonnen oder verloren? Da fuck, und es blendet wieder unendlich. Alter, wer macht solche weißen Screens? Da fuck. Hercules! Hercules! What's up with you? You're okay. Meg! Boy, that didn't look so fun. Sieht ja sweet aus. Not with the Heartless. Sieht besser aus, als ich sie in Erinnerung habe aus dem Cartoon. Our friend showed up. Well, what do you know? Sora, Donald, Goofy. Guess I owe you a big thank you. Meg, you need to stay someplace safe. We'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire. Fire, baby! Wonder Boy. Wonder Boy. Ooh. So, you guys in? Hercules, my Wonder Boy. Break a leg then. Heroes. Mm. Phil, you should go with Meg. Let's gotta go. Keep her safe. Hmm? I hear a voice. I hear a voice. From which way? Over that way. Hmm? Help me! Oh no! There's a little girl caught in the fire. Let's go. Wait, running's too slow. Then what's the other choice? Hmm. Huh. Get on that. Superman cape. Hope so. Like this? That's good. Now hold on tight. Whoa! Hurt! Maybe we should... I don't think this is a good idea. Oh, tschüss. No, not again. Thank you for saving me. Yeah, no problem. Kein Ding, Digga. We better check and see if anyone else needs us. Mm-hmm. Well, if it isn't Sora and the King's Pawns. Huh? Maleficent! Pete! Are you the reason the Heartless are here? Certainly not. Say, Maleficent, I don't know about his sidekicks, but Kid Keyblader here looks way putier than the last time we saw him. I say we finish him off while we still can. Waste no time with the boy. He's inconsequential. We have a far more pressing matter to attend to. Oh, boys, schlaf gleich ein. Oh, we got to find that black box. Be silent, you fool. Ich hasse es, wenn Spiele so viele Videosequenzen haben. Das geht mir voll auf den Sack. Ich will das spielen, Alter. Wenn ich was gucken will, dann mach ich Netflix an. Was ist los bei euch? Entwickler. Oder macht doch wenigstens wenige und epische Videos. So wie Blizzard aktuell bei WoW zum Beispiel. Das ist ein ultra episches Video, Alter. Ultra epischer Trailer. Wenn es davon noch 2, 3 hat, dann reicht es vollkommen aus. Wir überspringen das mal. Die labern nur belanglosen Scheiß, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Und wir müssen da stundenlang zuklotzen und uns den Rotz anhören. Übelst, Alter. Hey, da ist eine Statue, oder? Das ist eine Herkules-Statue. Da ist eine Truhe. Karte erhalten, sehr gut. So. Ja. Gut, dann tun wir hier mal speichern. So. Und dann würde ich sagen, das war's mal für heute mit Kingdom Hearts 3. Wir spielen das nächste Mal auf jeden Fall weiter. Also ich will auf jeden Fall die Demo wenigstens mal durchspielen. Da habe ich schon Bock drauf. Episode Spielzeugkiste. Okay. Das können wir vielleicht auch noch anschauen. Bevor du streamst, steht da oben. Was ist los? Okay, also ist wohl nicht erlaubt zum Stream. Sorry, Square Enix, ich mache nur Werbung für euren Shit. Auf jeden Fall schauen wir uns nächstes Mal wieder an. Zocken es mal wieder ein bisschen weiter. Und bis dahin macht's gut auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag wieder im Studio. Und dann wieder mit Pharao, Akuma und Romy am Start auf jeden Fall. Und ich muss jetzt mal schlafen gehen, das Spiel hat mich unendlich eingeschläfert. Bis dahin, macht's gut, Digga. Peace out. Ciao, bis zum nächsten Mal.